Hallo meine Lieben, auf unserer letzten Reise zu meiner Familie wurde gefragt, ja, wie kam es eigentlich dazu, dass ich mit dem Film angefangen habe. Ich habe es schon grob erzählt und heute möchte ich mal detailliert drauf eingehen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch. Ja, meine Familie guckt das auch nochmal an. Und ja, ich erzähle euch das mal von Anfang an. Und es hat ja im Prinzip angefangen durch meinen Vater. Mein Vater hat mich früh an das Fotografieren rangebracht, erklärt, was ist die Blende beim Fotografieren, die Brennweite, Lichtstärke, Verschlusszeit und. Alles, was es gibt. Und so war es ja nicht verwunderlich, dass ich später auch mit meiner eigenen Kamera fotografiert habe. Damals noch mit Film, Digitalkamera gab es damals noch nicht. Ja, so alt bin ich. Und man hat verschiedene Stadien durchgemacht, so zum Beispiel mein zweites Handy jemals, das hatte auf der Rückseite wirklich eine Digitalkamera. Damit konnte man ja halt Fotos machen, beziehungsweise auch kurze Videos, aber die waren wirklich, was waren das, 320x240 Pixel, also nicht wirklich viel, aber man hat damals schon halt fotografiert damit, ne? Und gefilmt, das sah halt so aus. Also wer es nicht kennt, naja, wurde alles besser. Ne? Die ersten Digitalkameras, 2 Megapixel war damals Stand der Technik, hat damals auch gereicht. Ne? Eine kleine Speicherkarte für tausende Fotos. Heute passen da vielleicht 20, 30 rauf für dieselbe Speicherkarte. Das ist Hammer, ne? Naja, ersten Actioncams kamen raus, man hat sich beim Autofahren gefilmt, beim Motorradfahren, Urlaub und. Und die Auflösung wurde auch immer besser, ne? Von 27p, denn erste 3er GoPro in HD, meine 5er GoPro Session, konnte schon 4K. Ja, man hat dann verschiedene Sachen gemacht, nie wirklich zusammengeschnitten, ein Video draus gemacht, war eine Erinnerung für einen selbst, die man gelegentlich angeguckt hat. Dann kam irgendwann Tag X für mich, ich mit meinem Unfall, und das Leben hat sich komplett umgekrempelt. Man musste sich komplett neu organisieren, neu orientieren, und da hat man verschiedene Sachen ausprobiert. Dann hatte ich zum Glück mein Fahrrad bekommen. Und ja, wenn man einmal einen schweren Verkehrsunfall hatte, Kamera ran, nonstop gefilmt. Und, ne, soll ich werfen? Man hat sich halt nonstop gefilmt, wie halt, obwohl man regelkonform im Straßenverkehr unterwegs war, wie andere Verkehrsteilnehmer mit einem umgehen. Also die dunkle Seite dieses Kanals kennen ja einige. Ne? Die Videos sind noch online, bloß nicht offiziell zu finden. Ja, irgendwann hat man angefangen, wo ich den Cruiser hatte, ne, mit 2 Hunden unterwegs zu sein. Amy, die kleine Bulldogge, ja, die hat leider, wo der Cruiser neu war, relativ früh dann gesagt, ne, ich möchte nicht mehr. Ich habe sich dann verabschiedet mit Alter von 13 Jahren. Und so bin ich mit Paula nur noch unterwegs, oder Paula mit mir. Und ja, dann hat man angefangen zu filmen, hier und da, aber niemals wirklich was zusammengeschnitten, weil man hat die Menge nicht gefilmt, um halbwegs konstante, durchgehende Story zu erzählen. Wenn ich ersten Tag gefilmt habe, das nächste Mal habe ich gefilmt beim fünften Tag, das ist eine doofe Story. Ne? Eine Kamera ging verloren, damals meine 3er, nicht gefunden, obwohl ich es wirklich sagen konnte, auf dem 200 Meter Waldweg habe ich sie verloren, aber ja, nächsten Tag waren sie nicht mehr da, wo ich wieder zurück war. Ja, habe ich angefangen, weiter mit der Session zu filmen, mit der GoPro. Die hat dann irgendwann auch Feierabend gesagt. Und so 2020 habe ich dann mir eine GoPro 7 ausgeliehen von einer Freundin, von meiner besten Freundin. Und habe unsere Reise gefilmt. Ja, wo ist der Ball, ne? Das ist eine Maus. Ja, unsere Reise nach Magdeburg gefilmt und wieder zurück. Tolle Aufnahmen gemacht, alles wunderbar. Aber auf dem Rückweg habe ich dann irgendwann die Kamera verloren. Wie gesagt, mit 10 Stunden Aufnahmematerial. Und ja, die Kamera habe ich noch nicht ganz ersetzt, muss ich auch noch weitermachen. Ja, dann hatte ich gar nichts mehr. Ich hatte die Sony Alpha 6300, womit ich jetzt gerade filme. Dann hatte ich angefangen, während der Fahrt zu filmen, Kamera in der Hand.
einhändig an der Hand am Lenker. Und erste Aufnahmen gemacht, war relativ zufrieden, nicht ganz mit dem Bild. Und dann liest man sich in die Sache rein, ne? Was kann die Kamera, was sagt das Internet, YouTube-Tutorials. Und so kam ich halt dazu, 4K sogar aufzunehmen mit der Sony, wie jetzt auch. Und ja, das Bild tausendmal schärfer und alles. Dann habe ich erste Aufnahmen damit gemacht, kleine Videos zusammengeschnitten. Und zu meinem Geburtstag 2021 hat mir halt die gleiche Freundin, von der ich die GoPro verloren habe, ein externes Mikrofon geschenkt zum Geburtstag. Auf die Kamera rauf, gefilmt und boah, gleich der Unterschied. Viel besserer Ton, die Bilder können zwar ein bisschen verwackelt sein, aber trotzdem war halt das Video viel besser anzusehen. Und so kam halt die Idee wieder auf, komplett Touren zu filmen. Und ja, wie mache ich das jetzt? Während der Fahrt ist ja nicht immer gleichmäßig, die Straßen, holprige Feldwege. Und ja, habe ich mir überlegt, ja, was machst du? Für eine GoPro hatte ich einen Gimbal, aber keine GoPro mehr. Also war die nächste Idee für die Sony, ein Gimbal zu kaufen. War wesentlich günstiger wie eine GoPro. Sieht halt so aus. Also da konnte ich mich wackeln und bewegen, wie ich wollte. Also in gewissen Umfang. Und die Kamera blieb wirklich horizontal. Also fing alles an, 2021 unsere Reise nach Tschechien zu filmen. Geplant war es nicht so weit. Wir sind weit gekommen. Und damals war auch noch nicht so geplant, die Kommentare wie jetzt zu sprechen, war gar nicht geplant. So hat sich alles entwickelt über die 18 Tage Tour. Dass ich halt immer mehr angefangen habe mit Kommentaren sprechen. Ich wurde immer flüssiger, fiel mir auch auf, habe immer mehr geredet. Und mittlerweile sind wir ja so unterwegs. Und ja, meine Stimme kann ich viel besser ab jetzt in der Videobearbeitung. Und halt auch, ja, mich vor der Kamera zu sehen. Ich war damals noch relativ stark drin im Fotografieren halt. Und dann fährt man durch Landschaften und das wunderbares Bild, ne? Man fährt so die Landschaften, Vordergrund, Hintergrund, Mittelgrund. Das bewegt sich alles ineinander. Dann hält man an, will ein Foto machen, guckt durchs Fotoapparat. Sieht langweilig aus. Na, fahr weiter. Und so kam es halt dazu, immer mehr zu filmen. Einige Naturaufnahmen und sowas sehen im Film wesentlich besser aus als ein stilles Bild. Dann komm her. Paula, komm her. Nimm mal deinen Ball. Brauchst ja nicht heulen. Du tropfst auf meine Schuhe. So fing es halt an, immer mehr zu filmen, viel detaillierter zu filmen. Dass man auch was vernünftig zusammenschneiden kann von der Story, die erzählt wird. Um halt die Videoqualität zu verbessern, hat man sich eingelesen. Ne, denn Richtung ging es ja im Profibereich rein. Von den Kameraeinstellungen, was ist S-Log? S-Log 3, ne, das sieht zum Beispiel so aus, so nehme ich auf jetzt, so matt. Aber das hat sehr gute Vorteile beim Film und bei den Videoaufnahmen. Ne, die dunklen Bereiche wurden aufgehellt, die hellen Bereiche wurden etwas dunkel gemacht. Und so ist es relativ schwierig, die Aufnahmen überbelichten oder unterzubelichten. Ich muss da im Nachhinein Kontrast, Farbe und dergleichen alles wieder reinbringen. Aber ich habe eine größere Möglichkeit, damit umzugehen. Weniger Filmmaterial, das, was ich gemacht habe, wird versaut. Also ich kann viel mehr nehmen von dem Material. Und 4K hat auch seine Vorteile. Ich habe schon mit vielen diskutiert, ja, sieht man keinen großen Unterschied zwischen HD und 4K. Aber filme ich in HD, wie jetzt, ja, oder auf der Reisen zum Beispiel. Und ich habe schön Weitwinkel, Ultraweitwinkelaufnahme. Aber ich möchte reinzoomen in einen gewissen Bereich. Also ich kann bis zu 200% reinzoomen. Man sieht keine Verschlechterung vom Bild in den Aufnahmen, im Endergebnis. Das spricht schon sehr viel fürs 4K. Ne? Man hat viel mehr Möglichkeiten. Und ja, verschiedene Filter, ne? Also nicht digitale Filter, wie jeder auf dem Smartphone hat, sondern physische Filter, Vorderkamera, Polarisationsfilter,
ND-Filter zum Beispiel. ND-Filter ist zum Beispiel, das ist ein variabler ND-Filter. Das ist, ich halte mal meine helle Hand davor. Das ist eine Sonnenbrille für die Kamera. Und ja, beim Film kann man zu viel Licht haben. Das kriegt man halt mit. Und ja, so versuche ich immer weiter und weiter die Videos zu verbessern. Und letztes Jahr nach der großen Tour nach Tschechien zum Beispiel, habe ich zum Beispiel meine erste Prime Lens mir gekauft. Das ist ein fast 50 Jahre altes Objektiv. Sehr lichtstark, sehr schnell. Und das habt ihr ja, viele von euch, die mir auf Instagram folgen, ja, mitbekommen. Ne? Ja, die Fotos sind viel besser mit der tiefen Schärfe oder hinter mir, denn der zum Beispiel viel unschärfer. Und ja, es hat nochmal so einen Kick reingegeben in der Videoproduktion, sage ich mal, oder in den Film. Denn mit der Linse filme ich auch relativ viel und macht geile Aufnahmen. Der 100 Watt Anlage auf dem Cruiser Dock. Wir haben da einige Erfahrungen gesammelt. Dadurch, dass ja der Fotoapparat, mit dem ich ja sonst fotografiere, im Gimbal drinne ist, war es immer schwierig zwischendurch auf der 2021 Tour zu fotografieren. Ne? Entweder mit Fotoapparat hat man sich dann vorgehalten, fotografiert, wenn es schnell gehen musste, unterwegs, oder halt abends, wenn man viel mehr zu Fuß unterwegs war, nicht mehr gefilmt. Kamera runter, aber die ganze Kabelei war anstrengend während der Fahrt. Und zum Glück jetzt nach der Home Sweet Home Tour in meiner Heimat hat mich ein Freund angeschrieben. Ja, er hat noch eine Sony Alpha 6000 zu liegen. Die liegt bei ihm nur rum, die verstaubt, ob ich die haben möchte. Die 6000 ist ein Vorgängermodell von der 6300er, die jetzt auch halt aufnimmt, nebenbei im Ultraweitwinkel. Ne, ist ein Weitwinkel. Ja, 30 mm Weitwinkel. Und ja, wunderbar. Die Kameras sind sich ähnlich von der Bedienung, alles. Die Bilder sind gleich, gleiche Auflösung. Die 6300er wird bleiben für Aufnahmen bei der Nacht. Milchstraße, Sternschnuppen und. Langzeitbelichtung. Die hat wesentlich bessere Performance in der Dunkelheit. Ja, also, ja. Die 6000er. Ja, also, danke an Benny. Ja, also, guck mal bei ihm rein in sein Profil, in seine Videos. Lass mal ein Abo da als Dankeschön. Weil für mich wäre das jetzt unbezahlbar gewesen, ne, die Kamera. Und ja, mit einem schönen, lichtstarken Objektiv, 20 mm mal 2,8. Wunderbare Aufnahmen bei Dunkelheit. Und wie gesagt, die Kameras sind sich ähnlich. Ich kann das Lichtstarke für die Nacht, das Objektiv nehmen, an die 6300er machen. Top. Ja, spielen wunderbar zusammen. Ja, und wenn wir schon bei Spenden sind und sowas alles, ne? Das Objektiv, was ich jetzt zum Beispiel drauf habe, von meinem Vater, ja, auf unserer letzten Reise hat er das rausgesucht, weil er wusste, ich nehme alte Objektive an der Kamera. Und ja, Top-Objektiv, Weitwinkel, 29 mm, auch 2,8. Und ja, danke Papa, ne? Dass ich das mitnehmen durfte, das Objektiv. Klasse, ich habe es repariert bekommen, das hat einen Fehler gehabt, aber kleine Recherche im Internet, dann ging das alles. Und ja, so fuchst man sich mit der Zeit jetzt immer mehr ein, wie wird alles besser bei den Aufnahmen, hier und da. Und man steigert sich rein. Mittlerweile weiß ich, was die Kamera kann. Viele Profis sind mit der auch halt unterwegs, für Fotografie, Videos und. Da sind meine Videos im Vergleich, ja, wie sagt man, Müll am besten, ne? Im Vergleich wirklich, im Vergleich zu Profis, was die aus der Kamera rausholen. Aber ich arbeite dran, ne? Und jetzt gab es schon mal Kommentare, ja, was braucht man alles, ne? Wegen Gimbal, die große Kamera, Mikrofon, was braucht man denn alles mittlerweile zum Filmen? Brauchen tut man das nicht. Ne? Also ich habe ja damals angefangen, dadurch, dass ich andere
kleine Kameras, die GoPro verloren hat. Und es gibt welche, die machen wesentlich tausendmal bessere Videos mit dem Smartphone. Die Nachbearbeitung am Computer macht sehr viel aus. Aber ich fuchs mich rein mit der Kamera. Mit der Kamera und verschiedenen Objektiven, mit Arbeiten mit der Tiefenschärfe kann zum Beispiel Smartphone nicht. Gibt's in der Nachbearbeitung kann man das machen, aber nicht so wie zum Beispiel mit der Kamera und einem lichtstarken Objektiv, mit einer großen Blende. Und ja, das war jetzt die Story, so was ich euch mal erzählen wollte, wie ich dazu kam, mit den Aufnahmen, auch mit der Qualität. Ja, Ton macht sehr viel aus. Letztes Jahr habe ich eine Einstellung gemacht bei der Kamera zum Beispiel. War der Ton größtenteils versaut. Das in der Nachbearbeitung wieder rauszuholen, das war schöne Arbeit. Aber man lernt aus seinen Fehlern und man hat die Einstellung in der Kamera verändert. Und das funktioniert. Also, ich will auch nicht weiter langweilen. Vielleicht hat es einen interessiert. Und ja, wenn wir schon bei Sachspenden waren, wie in der Kamera, mit dem Objektiv. Ne, Dank an allen, die uns unterstützen, ne, sei es PayPal, über Amazon bestellen ab und zu mal auch mal welche für uns was. Und ja, jeder Tipps und Tricks, die mir einige erzählen, da bin ich auch sehr dankbar. Wir machen das Beste draus. Also, bleibt gesund, wir sehen uns. Ciao.